Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Nach ein paar Tagen Pause wieder back on deck. Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein. Heute mit Blick auf den DAX. Gestern, ja, das war eine reine Freude, die Vorbereitung für den heutigen Handelstag zu machen, als ich mir die Indizes auch angeschaut habe. Da war ganz klar, über was wir heute sprechen müssen. Über den DAX in der Überschrift sehen wir es oben geschrieben. Der DAX ist weiter im Aufwind. Covid-19. Egal, wird alles gelöst werden. Der DAX spielt zumindest hier zum Handelsbeginn das positive Spiel. Ich hatte es ja im ja, Research am Sonntag geschrieben. Wer sich da übrigens drauf vorbereiten möchte, immer wieder mal reinschauen. In der Regel schreibe ich den Blog am Sonntag schon, damit wir uns für die Woche und damit Sie sich für die neue Handelswoche entsprechend auch platzieren können. Möglicherweise auch schon die ein oder andere Order im System erfassen können, um dann dabei zu sein, wenn die Musik quasi hier zum Spielen kommt. Das schauen wir uns gleich näher an im Detail dazu. Das britische Pfund, US-Dollar und britisches Pfund japanisches Yen und selbstverständlich wie immer hier an dieser Stelle auch für all diejenigen, die live dabei sind auf Zoom oder auch auf GoToWebinar Webinar gerne den ein oder anderen Wunschmarkt. So also, <laughs> der ein oder andere schreibt hier schon, es gab schon Entzugserscheinungen. Ich hoffe, die sind jetzt vorbei ähm, und wir können hier in einer Ruhe reinschauen. Von Zoom habe ich noch nichts gehört. Guys, gebt einfach mal ein Hallo, damit ich weiß, dass hier alles läuft, dass Bild und Ton gut übertragen werden. Das gibt mir die Gewissheit, dass meine, sage ich mal, wichtigen Informationen auch über den Kanal vernünftig dort mit ankommen. Also, ein kleines Guten Morgen, Hallo oder alles okay, würde mir schon reichen. Und wie schon gesagt, Wunschmärkte sehr, sehr gerne rein in die Chats und dann kümmere ich mich genau um das, was Sie sich wünschen. Zuvor natürlich wie immer der Risikohinweis hier bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. So und jetzt sehe ich schon aus Zoom, kommt zurück, guten Morgen, alles okay, freut mich, danke dafür. Risikohinweis ist durch und wir schauen mal, was diese Woche auf uns wartet. Auf alle Fälle eines bitte nicht vergessen: Wir haben das Truthahn-Wochenende vor uns. Ja, also, Thanksgiving haben wir am Donnerstag in den USA, Freitag verkürzter Handel, Donnerstag zu Samstag und Sonntag. Ja, das ist halt so Feierlichkeit in den USA, muss man wissen. Da ist deutlich weniger los in den Wochen. Das fängt schon Mittwochs an, geht dann über den Donnerstag zum Freitag und dann ist es nicht selten so dass in der Woche darauf die Jahresendrally startet. Aber vielleicht sind wir dieses Jahr ja schon längst in der Jahresendrally. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das werden wir sehen, wie sich das Jahr weiter vergibt. Aber wir sehen, was die Indizes halt machen. Und das ist interessant. Wir schauen auf die Nachrichten heute. In Japan ist ein geschlossener Tag, das heißt Tag der Arbeiter. Ähm, aus der Eurozone bzw. Deutschland gibt es den Einkaufsmanagerindex. Für das verarbeitende Gewerbe. Ähm, Großbritannien zieht nach. Einkaufsmanager-Index. Das Ganze um 10.30 Uhr. Ebenfalls als Gesamtes für die Einkaufsmanager. Und die Dienstleistung. Das Ganze gibt es um 10.30 Uhr morgen. Wir machen jetzt mal die Wochenvorschau, die haben wir ja am Freitag nicht gemacht. Morgen geht es dann weiter. Wir bekommen das BIP aus Deutschland, den ifo Geschäftsklima-Index. Ähm, am Vormittag, dann am Nachmittag das Verbrauchervertrauen äh, in den USA, die Herbstprognose aus Großbritannien und um 15 Uhr. Eine Rede von EZB-Präsidentin Lagarde. Das bis zum Dienstag und dann schauen wir, wie es weitergeht hier am Mittwoch in den USA. Viele, viele Sternchen haben wir hier an dieser Stelle. Das heißt, wir kriegen den Ein Auftragseingang für die langlegen Güter. Wir kriegen das Bruttoinlandsprodukt, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wir kriegen die Rohöllagerbestände. Öl zieht ja auch wieder an. Ne? Da gibt es immer wieder auch Trader, die sagen, Gott, Öl ist viel zu teuer, da gehe ich lieber Short. Kann man machen, für jeden Käufer muss es ja auch einen Verkäufer geben. Der Chart sagt momentan aber ein bisschen was anderes aus. Und wir bekommen dann am, wann war es? Am Mittwoch, genau um 20 Uhr, das FOMC-Sitzungsprotokoll. Übrigens, Paul hat veräußern oder verlauten lassen über die sozialen Netzwerke, habe ich heute Morgen auf NTV gelesen, ähm, dass er nicht mehr für Trump arbeitet. Also in Richtung, ganz klar. Regierungswechsel steht vor der Tür, auch wenn es der Trump noch nicht so wirklich wahrhaben möchte. Hier sehen wir es dann noch weiter geschrieben, am Donnerstag ist in den USA Erntedankfest. Wir kriegen am äh, Donnerstag dann das EZB Protokoll und den Geldpolitischen Begleittext und am Freitag dann ähm, in den USA, da sehen wir es. Da ist die vorzeitige Schließung der Börsen, also da haben die Börsen schon offen, aber es wird vorzeitig geschlossen. Viele Händler sind da auch im Urlaub, also da merken wir auch, selbst wenn die Börse offen hat, es ist einfach nur ganz, ganz wenig Handelsvolumen da. Das muss man so ein bisschen beim Trading auch mit unter oder auf der Uhr haben. 16 Uhr in den USA, das Conference Board Verbrauchervertrauen und das war es dann schon an den wichtigen Nachrichten für die aktuelle Handelswoche. So, und wir würde ich sagen, machen weiter hier an dieser Stelle. Und zwar jetzt genau das, was wir immer schön machen, mit dem Blick in die Märkte. Nämlich die Charts, die tickenden. Na? Und da geht es schon los. Äh, hier an dieser Stelle jetzt natürlich nicht mit US-Dollar, norwegische Krone. Da, den habe ich für heute nicht vorbereitet. Wir schauen hauptsächlich auf DAX, britisches Pfund, US-Dollar, britisches Pfund, japanischen Yen. Aber äh, ja. Es sieht halt interessant aus, was wir hier haben. Ne? Der Schub unten drunter hier. Ich mache den Bildschirm mal kurz groß. Der ist schon, naja, was hier drüben passiert, das sieht schon nett aus äh, für die Richtung auf die fallenden Kurse, wenn hier auf dem jetzigen Level kein Abprall kommt, sondern der Rutsch unten drunter. Interessant. Ne? Mal schauen was draus wird, aber wir gehen jetzt zurück, wir bleiben mal kurz bei den Währungen, wir starten mal mit dem britischen Fund, japanischen Yen, dann gehen wir zum Cable und dann schauen wir uns den DAX an und wie schon gesagt an dieser Stelle, wer einen Wunschmarkt hat, bitte rein in die Chats, da weiß ich, was hier an dieser Stelle noch mit gewünscht wird. So, zunächst britisches Fund, japanisches Yen, ich muss erstmal mich hier wieder ein bisschen orientieren, hat sich ein bisschen was verändert auf dem Monitor hier. Das Ganze hier kurz der Blick in die Stunde. Aber was mir jetzt wichtiger ist, ist erst einmal den Blick zu machen auf das, was wir im größeren Bild sehen. Und da sehen wir nämlich den Ausbruch aus ja, einer Konsolidierung nach einem schönen, schönen Aufwärtsschub hier an dieser Stelle. Wir rutschen mal kurz ein Stückchen das Bild noch rüber, damit man ein bisschen besser sehen kann. Ähm, Im Gesamten äh, müssen wir einfach mal schauen hier. Uh, wartet mal, das ist jetzt nicht möglich. Gut, mein Zeichentool funktioniert gerade nicht, also machen wir es hier. Also schaut mal hier, das im großen Bild haben wir schön den Aufwärtstrend am Laufen. Also hier an dieser Stelle im Groß. Das ist also sozusagen das, was wir schön über die Woche mit am Laufen sehen. Also hier schön der Aufwärtstrend. Na, das war verkehrt. Und dieser Aufwärtstrend, ich zeichne jetzt einfach mal nur den restlichen Schluck hier ein. Ne? Hier haben wir die Korrektur gehabt, also Aufwärtstrend hier, Bewegung, Korrektur, schöne Bewegung. Und weil es aus dem großen Bild rauskommt, sehen wir auch schon schön immer die untergeordneten Trendverläufe hier. Ne? Macht sich wunderbar. Und das Ganze mit dem untergeordneten Trendverlauf haben wir auch hier wieder. Starker Schub nach unten, war die Korrektur im großen, großen Bild. Hier ging es dann wieder schön fleißig nach oben. Das heißt, an dieser Stelle hier. Bewegung, Korrektur, dann die Bewegung nach oben und jetzt der Ausbruch. Hier, schaut mal, das die Bewegung und dann ging es hier in die Korrektur über und jetzt sehen wir schön den Markt nach oben laufen hier an dieser Stelle. Und die Korrektur, das ist halt das Schöne. Hier, das war die korrektive Phase und da können wir oben ruhig mal eine ne Linie drüber ziehen über diese Stelle. Und schaut mal hier, hier kam am Freitag der erste Ausbruchversuch. Und der läuft jetzt nach oben. Und da ist natürlich die Frage, wo kann es denn jetzt und hier hingehen? Ne? Und wenn wir uns das, diese Frage mal beantworten, wer kommt hier nach uns? Auf alle Fälle, wenn sich dieser blaue Trend hier an dieser Stelle ähm, fortsetzt, dann müssen wir ja auf alle Fälle mal hier oben drüber, also über dieses Hoch da oben, das haben wir liegen, der, der Metatrader trifft hier nicht immer so ganz genau, aber um die 140, 300, das hier, das Top oben liegen, ne? da müssen wir ja auf alle Fälle schon mal hin wenn sich der Trend fortsetzt. Diese Frage ist ja relativ leicht gemacht. So, wir können auch relativ flott sagen, an welcher Stelle die Korrektur weitergeht, nämlich hier unten drunter, unter diesem Tief hier, also knapp die 137,17. Hier, das ist das Tief. Da würde die Korrektur nach unten weiterlaufen. Das wären die Anlaufpunkte zur Unterseite hin. Aber wenn jetzt hier tatsächlich die der Bewegungsschub nach oben eingesetzt hat und der nachhaltig ist, schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch in der kleineren Zeiteinheit an. Nämlich das, was wir hier den Runterlauf gesehen haben, da sehen wir schon, da gab es ja was Fallendes, was Steigendes und wieder was Fallendes. Das heißt, da gab es auch irgendwie irgendwas in dieser Richtung mit dem Trendigen und das sehen wir hier. Genau hier sehen wir das, was wir brauchen und da. Hier an dieser Stelle. Das ist der Trend, den wir nach unten laufen hatten. Den skizziere ich jetzt hier einfach mal ähm, mit der Hand mit durch. Das machen wir jetzt hier. Das ist nicht ganz so viel. Und das ist jetzt der Lauf, den wir haben, wo wir hier runter, der letzte Schub nach unten hin und dann der erste dynamische Aufschwung nach oben hin. Also hier. Das, was wir hier hatten, da kam jetzt der Ausbruch und das ist das, im Kleinsten sehen wir jetzt hier, wie es schon nach oben trendet. Und dieser Bereich, der hier oben rausgenommen wird, ja, wo wir gerade oben drüber laufen, das ist ein wichtiger Bereich, denn dieser Schwungbereich, der hat hier schon eine ganze Weile, naja, als Barriere gehalten, ne? also als Widerstand sozusagen. Und da sind wir jetzt erstmal drüber, das heißt, wenn dieses Level hier, um die äh, 138,15 verteidigt wird, das heißt, der Markt schön hier oben drauf bleibt, dann haben wir gute Karten, erst einmal oben reinzulaufen in dieses Zwischenhoch. Moment, das ziehe ich mal kurz hier runter. Also hier oben, wo das ist Spike hoch gewesen ist, um die 138,86. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt. Dann haben wir hier oben das Drehlevel, als der Markt hier diese kleine Aufwärtsdynamik rausgenommen hat. Also das Bild sozusagen hier, das nach unten und dann der Schub nach oben hin. Das hier. Da sind wir ja dort gerutscht. Das heißt, hier oben hat der Markt rumgedreht. Ähm, das ist auch ein wichtiges Level. Das wäre der nächste Anlaufpunkt. Grob die Marke 139,15. Und dann, wir sehen es hier im 4-Stunden-Chart, ist nach oben hin nichts mehr, was an Widerständen da ist. Das heißt, hier um diesen Bereich rum wird sich jetzt entscheiden, ob wir. Wieder abverkaufen und die untere Seite mit annehmen. Ja, und da ist es halt ganz klar zu sehen, das wäre dann tatsächlich nächster Anlaufpunkt hier unten in diesem Bereich. Wartet mal, ich nehme mal kurz die Zwischenlinie hier raus, die brauchen wir an dieser Stelle jetzt nicht. Ähm, und dann hier der Weg nach unten. Jetzt habe ich zu viel gelöscht hier. Moment. So. Also, wenn es unter die 138,15 wieder drunter geht, dann wird es interessant. Runterweg, hier 137, knapp 17, 18 in diesem Drehbereich. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt. Warum ist das der erste Anlaufpunkt? Das wäre dann hier der Schub, dass wir nur die Gegenbewegung gesehen haben und der Markt dann wieder rumdreht. Und das ist das Schöne in diesen Drehbereichen. Das wird sehr, sehr spannend. Und wie schon gesagt, wir sehen hier schön die Gegenbewegung mit am Laufen. Und diejenigen, die sich sagen, okay, der Trend, der hier nach unten gelaufen ist, der endet ja erst, wenn wir wirklich tatsächlich hier oben drüber gehen. Aus rein technischer Sicht ist das absolut so, ja. Die können sich halt sagen: gut, wir können ja hier nochmal einen Schub nach unten bekommen. Für die ist das auch einladend, weil wir müssen jetzt mal nur in die 15 Minuten schauen, dann sehen wir nämlich, was hier los ist. Da raffe ich das Bild mal kurz ein bisschen zusammen. Denn hier, das ist wie schon gesagt, der Abwärtstrend, der letzte Bewegungsarm, den wir auf den vier Stunden gesehen haben. Das ist jetzt die korrektive Phase. Und wenn das Ganze bricht, ja, das wäre dann interessant zu sehen, was dann passiert. Und da müssen wir an dieser Stelle auch noch mal konstatieren. Das Level, auf dem wir gerade verharren, nämlich das hier oben, ja, das ist schon ein Widerstand. Wir sehen es hier oben im 15-Minuten-Chart. Da ist der Markt hier und hier. Moment, man sieht es hier im Bild nicht, ich sitze davor. Also hier oben und hier oben ist der Markt dran gestoßen. Jetzt ist er wieder dran gestoßen. Und da wird es jetzt interessant. Schafft es, der Markt drüber zu laufen, dann bleibt dieser Aufwärttrend hier voll und ganz intakt. Das wäre das gute Zeichen. Nächster Anlaufpunkt dann tatsächlich hier knapp die 138, 86, 87. Da ist nicht mehr wirklich viel dazwischen. Aber. Prallen wir hier an dieser Stelle ab und das, wie ich schon gesagt, ist für die kurzfristigen Trader durchaus ein interessantes Szenario. Dann kommt es darauf an, was passiert hier unten. Und wenn wir hier tatsächlich unter dieses Tief bei 138,15 fallen, ja, hier dieser Schwungbereich, dann nimmt der Markt diesen letzten Aufwärtsschub hier raus und dann können wir uns nach unten orientieren. Ne? Der ein oder andere wird sich sagen: Oh, das sieht mir aus ein bisschen wie so ein Keil. Ne? Hier unten steiler verlaufende Seite, flacher verlaufende Seite vom Keil. Und das ist in aller Richtung so, dass das ein bärisches Kosmos das ist und wenn das vom Markt gespielt wird, dann können wir uns nach unten orientieren. Anlaufmarker haben wir auch ein paar, wenn wir uns das Ganze mal im Stunden im 15-Minuten-Chart anschauen wollen, hier, da können wir uns schön an den Zwischentiefs orientieren vom Trendverlauf und das sind nun mal schön klassifiziert diese Level hier hier. Im Tief hier um die 137 knapp 78, also hier dieses Drehlevel in etwa. Also hier bitte auch nicht genau auf den Punkt festlegen, weil wir sehen, hier sind wir draufgelaufen, drüber, hier sind wir mal drunter gelaufen, drüber, hier sind wir nur draufgelaufen. Also dieses Level ist in etwa eines der Anlaufpunkte. Und das nächste, was wir haben, ist hier unten das kleine Zwischentief um die knapp 137, 60. Das Ganze kann man noch weiter nach unten ziehen, hier immer schön an die Swinglos ran, hier. Das Low hatten wir hier unten, um den Drehbereich bei 137 knapp 35. Also da gibt es einiges an Markern nach unten abzuholen, was wir durchaus für die Shortseite interessanterweise sehen können. Und da muss es nicht mal zur Fortsetzung der Abwärtsdynamik kommen, sondern einfach nur noch zu einem kurzen Rutsch nach unten und dieser dann hier aufnimmt. Dann hätten wir ein höheres Tief und dann könnte es wieder nach oben gehen. Also der Drehbereich, wo wir hier sehen, ist wichtig. Wird er gekauft? Ist der Weg nach oben erstmal frei? Wird er abverkauft? Wissen wir, wo die Orientierungspunkte auf der Unterseite im Chart liegen? Hier auf alle Fälle mal mit Blick auf das kurzfristigere Bild. So, dann schauen wir uns das Cable mal noch an. Also britisch Pfund, US-Dollar, auch immer wieder interessant, kommt jetzt hier auch zur Trendfortsetzung. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier, schöner Aufwärtstrend, hier unten, das ist jetzt mal der Tag, schön sind wir hier hochgeschwungen, eins, zwei, drei, schön nach oben laufen, ja, und jetzt hier oben dieses kleine Zwischenhoch rausgenommen, aus der letzten Besprechung ist hier oben dieser Widerstandsbereich auch noch drin geblieben, also hier, dieses Drehlevel, als der Markt hier das Verkaufssignal bekommen hat und dann den letzten Rutsch hier nach unten rausgenommen hat, das war die Initialzündung. Dieses Level ist jetzt mal vom Markt rausgenommen worden. Wir laufen hier oben drüber. Der Markt kauft das Ganze hoch. Hier untergeordnet schön der Bewegungstrend. Ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen an. Also hier sehen wir sehr, sehr schön, wie der Markt nach oben schwingt. Hier steigende Tiefs und die Hochs sind jetzt auch gekommen. Ein Hoch und hier ein höheres Hoch. Das ist wirklich interessant und das Ganze schauen wir uns jetzt mal noch an mit Blick auf das, was uns erwarten kann, nämlich hier in den 4-Stunden-Chart zunächst erstmal rein. Den muss ich allerdings relativ klein zusammenraffen, dass wir ein bisschen mehr äh, von der Seite hier drüben sehen, denn wir haben hier nicht wirklich viel. Ja? Das war wirklich wie so ein Rutsch nach unten. Aber wer da im kurzfristigen Bild Orientierung suchen möchte, der findet sie halt hier an diesem kleinen Zwischenhoch sich bin mir nicht sicher, ob man das gut sehen kann. Ähm, aber hier an dieser Stelle haben wir halt ein paar aus den untergeordneten Zeitabläufen, die Umdrehbereiche. Und da haben wir einen wichtigen hier ganz grob um die Marke von 133,60. Und dann haben wir schon hier oben das Zwischenhoch bei 134,79. Äh, ja, also nächster Anlaufpunkt im kurz, ganz, ganz kurzfristigen Bereich. Hier die 133,57 bis 60. Das ist dieser Drehbereich hier drüben. Und dann hier oben drauf die 100, äh, die 1,34, 79, 80 in etwa. Das wäre mal das Zwischenhoch. So, und wer jetzt ein bisschen schauen will, okay, wie könnte es denn danach weitergehen? Ne? Wir haben ja sozusagen hier oben das nächste im Anlaufpunkt hier, wenn wir uns mal den Tag anschauen wollen. Ja, wir stehen jetzt gerade hier. Der nächste große Anlaufpunkt ist tatsächlich hier oben die 134 knapp 80. Und danach müssen wir noch ein Stückchen höher gehen haben wir hier oben drauf liegen, das Zwischenhoch hier an dieser Stelle. Das war, wir müssen mal ganz kurz schauen, das Jahreshoch äh, von 2019. Na? Das steht dann auf der Uhr. Hier zunächst erstmal natürlich das Jahreshoch von diesem Jahr. Das war im August zum Wechsel zum September. Da haben wir hoch. Und wenn das weitergeht, das wäre wirklich sehr, sehr interessant. Denn, kurzen Augenblick hier, ich klicke es mal ganz kurz rein, schaut mal hier. Haben wir den großen Schwung. Die Woche ist tatsächlich schön auch aufwärts gerichtet. Und das, was wir hier sehen, ist hier schön die Aufnahme der Aufwärtstendenz. Und das ist etwas, das ist schon gut zu sehen. Und was wir hier an dieser Stelle jetzt sehen, ist halt wirklich das Interessante. Und wer sich das ja im kleineren Bild auch anschauen möchte, sozusagen in den vier Stunden, der sieht es hier oben. Läuft der Markt oben drüber, er kauft dieses Level sozusagen gerade auf. Und das ist sehr, sehr interessant. Und das Potenzial. Nach oben ist dann definitiv da, wenn dieser Bereich gekauft wird. Wird er abverkauft, dann wie immer der kleine Hinweis: der Blick in die 15 Minuten rein. Um zu sehen, was hier passiert. Und wenn man dort den Richtungswechsel erkennen kann, weiß man erstmal, aha, jetzt kommt es hier so ein bisschen zur korrektiven Phase. Das heißt, aus jetziger Sicht wäre es so, wenn hier der Markt unter dieses Zwischentiefe unten drunter fällt, also hier ganz grob die 133, äh die 1,33. Was habe ich denn heute nur mit der 100? Also die 1,33 unten rausnimmt, <laughs> dann wäre das mal das Ende. Dieses Trends hier an dieser Stelle, also die 1,33,13 äh, äh, hier im Zwischentief, dann hätten wir die Korrektur und dann können wir uns zur Unterseite, sag ich mal, in die korrektiven Fahne oder Phase auf die Lauer legen. Und die, die es machen wollen, wichtiger Punkt: Nummer 1 hier, dieser Drehbereich. Ja, hier sehen wir, das war ein Level mit großer Marktbeachtung. Hier grob die Marke von knapp, naja, was haben wir hier? 1,32, 94, 95. Und dann können wir uns auch hier wieder an den Zwinglos orientieren. Das heißt hier die Spike-Bereiche bzw. dann hier die Zwischentiefs, die wir hier auf der Uhr mit haben. Und das sind die Marker, die wir hier dann liegen haben. Durchaus für die Korrektur, die interessant sind, hier in Zahlen 1, 32, 62, 1, 32, knapp 58 und hier. Der Drehbereich, der Wechselbereich um die 1,32,50 in etwa hier. Drehbereich aus dem Grund, hier sind wir von unten nach oben rausgekommen. Hier waren die Widerstandslevel drüber, drunter und dann richtig drüber. Dann wurde es zur Unterstützung. Das sind Marker, die wir für die Korrektur durchaus auf der Uhr haben können. Aber wie schon gesagt, dazu muss es erstmal zur Korrektur kommen. Momentan sieht es eher so aus, als wenn die dynamische Bewegung weiter nach oben laufen wird. Und damit schauen wir jetzt auf den DAX. Wunschmärkte haben wir auch: Gold, Silber. Schauen wir mal drauf. Äh, und den Dau für heute. Hm? Machen wir. Gucken wir direkt mit drauf. Das heißt, hier gehen wir jetzt zunächst erstmal auf den DAX. Den haben wir da. Und den haben wir, wie schon gesagt, auf der Oberseite drauf. Ne? Wir sehen es hier. Ausbruch aus dem Dreieck ist entsprechend mal gelungen. Und ich habe es gestern geschrieben. Diejenigen, die es gelesen haben, wissen es schon. Das erste Kursziel für das kurzfristige Trading ist inzwischen erreicht. Das heißt, die Marker, die wir hier kurzfristig auf der Uhr haben, das ist mal der Stundenchart, den wir haben. Ähm, und da sehen wir jetzt halt, dass wir hier sozusagen in die korrektive Phase übergegangen sind. Dieses Dreieck kann man auch schön liegen. Ähm, hier an dieser Seite, wartet mal, ich muss das mal kurz ein bisschen richten hier. Ähm, das ist manchmal im Metatrader bewegt sich da nicht alles so homogen, mit, wie man sich das wünscht. Ähm, also wie schon gesagt, der Ausbruch ist gelungen. Und dieser Ausbruch hat jetzt natürlich das Potenzial, weiter nach oben zu laufen. Erster Marker war natürlich hier mal dieses Zwischenhoch. Also aus diesem nach unten trendenden Verlauf hier in der Stunde diese Marke oben bei 13.214 rauszunehmen. Das ist jetzt zunächst erstmal gelungen. Wir haben jetzt auch Vorhandelskurse, das heißt, oder was heißt Vorhandelskurse, vorbörsliche Kurse, also die Handelszeit, die Haupthandelszeit fängt ja erst um 9 Uhr an. Ja, auch wenn die Future-Haupthandelszeit, die Futures ticken ja deutlich länger, aber die Haupthandelszeit der Future-Händler beginnt natürlich eher um 8. Aber der Markt der Xetra öffnet um 9 Uhr und das ist ja der wichtigste Markt an sich. Wenn man sieht, da ist dann das Kro der Händler auch an den Desks ähm, und das ist halt das, was dann ausschlaggebend ist und hier sind wir schon drüber gelaufen, also das erste Zwischenhoch haben wir rausgenommen, jetzt ist erstmal nach oben hin, wenn wir über das Tageshoch von heute rüber gehen, mal kurz schauen, mal, wo wir das gehabt haben, hier das haben wir gehabt bei 13.231, also wenn wir hier oben drüber laufen, dann wäre der nächste Anlaufpunkt hier mal dieses Level aus diesem Zwischenhoch. Das ist die Marke von 13.280. Und dann können wir uns weiter hier hinter orientieren, das Zwischenhoch hier rauszunehmen, die Marke von 13.295. Das ist das, was wir durchaus auf der Longseite auf der Uhr mit haben, wenn der Markt weiter positiv nach vorne geht. Und das Ganze wird auch so ein bisschen getrieben. Durch das Thema Covid-19. Wir sehen ja, äh, wie die weltweiten Zahlen sind, dass das deutlich einen Ausschlag hat. Wir bekommen ja auch mittlerweile über die Medien mit, ähm, dass das Thema dieses teil lockdowns noch deutlich länger Bestand haben wird. Vielleicht gibt es um Weihnachten mal eine kleine Pause und dann geht es weiter. Das muss man sehen. Aber wir sehen halt auch, BioNTech und Pfizer, die stehen jetzt vor der Impfzulassung. Also die haben ja sozusagen schon avisiert, dass es möglicherweise tatsächlich im Dezember losgehen kann mit Impfungen. Ähm, und das das heißt, sobald der Impfstoff freigegeben ist, das hat der Spahn auch schon bei uns hier äh, über die Medien äh, verteilt, wird es losgehen mit Impfen. Ja, die Impfzentren sind vorbereitet. Das heißt, das ist schon sehr, sehr viel Positives, was der Markt dort an dieser Stelle spielt. Und das bedeutet halt auch. Es sollte irgendwann wieder mehr Realität oder wieder mehr Realität, wie wir sie früher gehabt haben, vor Covid-19 kommen. Ähm, und das spielt der Markt natürlich. Äh, ob das dann kommt, werden wir sehen. Aber wir müssen uns ja an denen halten, was der Markt hier nach oben hin spielt. Und da haben wir die Wege offen. Und wie ich schon gesagt, wenn das Zwischenhoch hier rausgenommen wird, mal kurz auf Tagesbasis gegangen. Das nächste, was dann kommt, wie schon gesagt, hier, wäre dann die 13.461-Punkte-Marke, wenn wir das Zwischenhoch hier oben, was ich gerade gesagt habe, rausgenommen Und dann ist der Weg frei zum Allzeithoch. Das ist alles noch ein bisschen hin, ja, aber diejenigen, die das Ganze sehen, hier, wir sehen es mal schön, das Dreieck hier, was wir hier gehabt haben, das kleine, was ich eingezeichnet habe, wenn wir das mal in den größeren Kontext reinbringen, dann bedeutet das halt, wenn wir jetzt tatsächlich diesen Hochbereich hier rausnehmen und über 13.300 Punkte steigen, dann haben wir hier aus dieser blauen Linie dann einen Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend hat dann schon die Chance mal gut hier Richtung Allzeit hochzulaufen. Das bleibt sehr, sehr interessant. Und wie schon gesagt, was wir gerade hier in der Stunde gesehen haben, ist der Trend des Ausbruchs. Das heißt, hier im Tagesschatt, da sind wir ausgebrochen. Und wenn sich dieser Stundentrend nach oben halt fortsetzt und oben auch über die 13.300 Punkte-Marke drüber läuft, dann hätten wir den Aufwärtstrend auf Tagesbasis wieder. Wir hatten ja hier zwischendurch einen Abwärtstrend. Und dann haben wir die schöne, starke Aufwärtsbewegung gehabt. Und wenn wir hier drüber laufen, haben wir den Aufwärtstrend zur Oberseite hin. Und das ist durchaus interessant. Für die ganz kurzfristigen Trader ist natürlich auch interessant, was passiert denn, wenn wir jetzt im Tag so das bisschen Geplänke bekommen, was wir sehen, wo wir tatsächlich deutlich abverkaufen. Was ist dann interessant? Ganz klar interessant ist erst einmal eins hier unten, na, das Zwischentief. Das heißt, das wäre dann ein Fake-Ausbruch nach oben gewesen. Und dann heißt das erste Mal wieder, der Weg ist relativ frei auf die Unterseite hier Richtung. Ja, 13.033. Das war dieses kleine Zwischentief. Ja, und dann müssen wir uns mal mit anschauen, was hier drunter läuft. Und hier sehen wir es schon, der letzte Trend, der hier nach oben gelaufen ist, der bietet uns natürlich für die korrektive Phase ein paar Anlaufpunkte. Und diese Anlaufpunkte sind hier die Zwischentiefs um die 13.157 hier. Das Ausbruchslevel natürlich auch hier. Das ist natürlich hier der Schwungbereich um die 13.172, beziehungsweise hier, wo wir oben ausgebrochen sind, das Level um die 13.185 ja, knapp 85. Und weiter zur Unterseite dann hier unten das Level. Also diese Schwungbereiche hier im Kurzfristbereich, das sind die Marken um die 13.120 knapp und hier die 13.100 Punkte Marke. Und das sehen wir auch hier unten bitte wieder mal nicht zu eng nehmen wir haben hier oben den Richtungswechselbereich also hier kann ich noch mal knapp drunter ziehen hier an dieser Stelle den Umkehrbereich also ganz grob die 13.100 Punkte Marke hier auf diesem Level zu sehen das ist das was wir unten haben sollten wir hier tatsächlich erst einmal einen Abverkauf bekommen damit haben wir jetzt mal auch für die kurzfristigen Trader genau das was man braucht um den Tag entsprechend zu planen und das ist ja der wichtige Punkt an dieser Stelle. Das mit Blick auf den DAX und damit schauen wir auf die Wunschmärkte und das, wie ich schon gesagt, jetzt erstmal der Blick in Gold und Silber und dann den Dau. Und Grüße übrigens nach Köln. Habe ich ganz vergessen. Die kamen ja sehr explizit. Gut. Also, ich hoffe, der Kaffee schmeckt und wir machen weiter hier an dieser Stelle mit dem Blick in Gold und Silber. Gold verharrt auf einem ja, sehr, sehr interessanten Level, ist jetzt wieder von unten abgesprungen nach oben. Wir müssen beim Gold mal ganz kurz in den Tageschart reinschauen. Ähm, warum müssen wir das? Äh, bitte entschuldigen Sie, die Linien, die hier drin sind, ähm, die sind wichtig für das kurzfristige Trading hier, auch wenn wir nicht alles brauchen. Aber was ich hier an dieser Stelle mal mit zeigen möchte, ist, während ich hier mal die ein oder andere Linie mit entferne, dass wir ein bisschen mehr Luft haben. Was wir hier momentan konstatieren müssen, ist Folgendes. Wir haben schon momentan eine, sage ich mal, eine Haltelinie unten um die 1850. Also das ist diese dicke grüne Linie. Ähm, die wurde schon sehr, sehr, sehr oft getestet. Und was wir nach den Tests hatten, ist, wir hatten Anstiege zur Oberseite hin und dann immer den Schub nach unten. Und was wir hier jetzt im Gold auch gesehen haben, ist mit den Nachrichten zu den Impfstoffen. Gold hat sehr sensibel auf der Shortseite reagiert, als Nachrichten um die Impfstoffe kamen. Und das impliziert so ein bisschen ähm, den Tenor, ui, wenn wir jetzt tatsächlich unten rausbrechen sollten, beziehungsweise wenn wir einen Impfstoff bekommen und der Markt spielt genau das gleiche, wie er hier gespielt hat, das war der Schub unten, als BioNTech die Meldung gebracht hat, dass man eine extrem hohe Erfolgsquote hat, das ist natürlich wichtig. Dieses Level zu beachten. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich, das müssen wir erstmal so ein bisschen sehen, dieses Setup muss sich ein bisschen entwickeln, aber im großen Bild, wenn wir hier drunter fallen sollten, nächstes Anlauflevel hier unten 1818, beziehungsweise hier die 1794. Das ist diese hohe Flagge, dieser Kaufbereich hier. Das wäre dann mal der nächste Punkt. So weit ist es noch längst nicht. Ja? Dieser Widerstand, äh, dieser Unterstützungsbereich hier unten, der hält schon sehr, sehr stark. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal mit dem Kurz- oder in der kurzfristigen Sicht an. Nämlich, wir sehen hier unten dieses Hin- und Herschwingen in diesem Bereich. Ich mache mal ganz kurz hier diese Zeichnungen mit raus an dieser Stelle. Ähm, das ist jetzt sehr, sehr wichtig, was hier passiert. Denn wir sehen es im Kleinen. Ich mache mal kurz den Lower Timeframe an. Da sehen wir es schon. Der Markt sehr, sehr stark nach unten. Jetzt haben wir den Gegentrend. Und wenn der nach unten wegbricht, das heißt aus aktueller Sicht, ja, also das, was wir jetzt heute Morgen hier sehen, ist jetzt kein mittelfristiges Bild, sondern das, was wir heute Morgen hier sehen. Das ist jetzt hier die Gegenbewegung. Das ist ganz klassisch ein Aprallszenario. Was wir aber gesehen haben, ist hier schon mal wieder ein tieferes Tief. Ne? Das erste hatten wir hier. Jetzt haben wir das nächste hier. Das heißt, der Markt schleicht sich so langsam unten rein, also baut sozusagen Druck von oben nach unten raus. Das Ganze ist erst dann nicht mehr ganz so relevant, wenn wir tatsächlich hier oben drüber laufen. Also wenn wir dieses hoch oben rausnehmen, dann haben wir wieder dieses Umschwingen. Das heißt, wenn wir über diese 1900 Punkte Marke drüber laufen, dann sieht die Welt schon mal deutlich, ähm, sage ich mal. Mehr danach aus, dass wir hier eher in Richtung der Oberseite gehen. Aber wir sehen es halt hier oben, das war ein Keil. Ähm Keile haben in dieser Verortung eine bärische, ja, sag ich mal, Charakter und wir sehen, was hier passiert ist. Das ist das, was wir hier sehen. Wenn wir tatsächlich weiter nach oben laufen, Fortsetzung hier oben drüber, also über dieses kleine Zwischenhoch, das wäre schön die Trendfortsetzung nach oben, dann haben wir gute Anlaufmarker planbar zur Oberseite hin auch da liegen. Das heißt, hier die Zwischenhochs können wir annehmen. Aus diesem ehemaligen Widerstandsbereich hier, das ist das Ausbruchslevel zur Unterseite hin, knapp die Marke von 1895 Punkten. Ich mache das ganz kurz mal noch hier als Widerstand gekennzeichnet. Das hätten wir das nächste als Anlaufpunkt, wenn sich dieser Trend nach oben hin fortsetzt. Und dann, wir sehen es hier oben schon, den Schwungbereich hier um die Marke von 1893 US-Dollar. Das wäre ein schönes. Die Ziele kurzfristiger Natur auf der Chart-Oberseite. Drehen wir allerdings rum, das heißt, fällt der Markt unten drunter unter dieses kleine Zwischentief, ja, hier unten drunter unter die 1868, dann haben wir einen Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend führt dann genau wieder in Richtung dieser abwärtsfallenden Trendlinie. Und dann müssen wir uns zur Unterseite hin orientieren. Und da sehen wir schon, was an dieser Stelle kommt. Hier haben wir den Schwungbereich unten drunter. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier ein bisschen Luft machen. So, also hier, nächster Anlaufpunkt unten drauf hier, die 1860. Wenn wir hier unten tatsächlich unter die 1868 Punkte mal gefallen. Wie schon gesagt, ja, das, da entwickelt sich gerade was. Ich habe das auf der Uhr. Möglicherweise wird da morgen eine schöne Handelsidee drauf. Müssen wir erstmal sehen, äh, wie Gold hier auch in die Woche reinstartet. Aber es bleibt sehr, sehr, sehr interessant, was der Markt hier unten in diesem Level macht. Und das sind wieder die schönen Drehbereiche, wo wir durchaus gute, gute Chancen haben, eine schöne Momentumbewegung entsprechend auch mitzunehmen. So, dann schauen wir noch in Silber und dann kommt der Dau auf die Uhr so Silber ebenfalls Edelmetall sieht ähnlich aus wie Gold ähm, das heißt an dieser Stelle natürlich der Chart ganz ganz anders aber die Bewegungen sind häufig ähm, ähnlich das heißt wenn Gold fällt fällt Silber auch wenn, Silber, äh, wenn Gold steigt steigt der Goldpreis meistens äh, der Silberpreis meistens auch ein bisschen mit ähm, hier an dieser Stelle natürlich die Verortung ähm, nicht an einem so wichtigen Support Level ich räume hier gleich mal den Chart noch mit auf aber wir sehen auch hier Schon die Gefahr, dass wir wieder einen Abwärtstrend bekommen. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen wollen hier, da ging es erstmal kräftig nach unten. Das heißt, hier hat sich wieder der Gegentrend gebildet. Und das ist jetzt das Interessante, ähm, was wir an dieser Stelle mit sehen können. Jetzt haben wir hier die Aufwärtsbewegung. Das ist jetzt sozusagen die Gegenbewegung zu diesem Schub nach unten. Und sollte dieses Level tatsächlich nach unten abverkaufen, das heißt hier unten drunter laufen, unter das Zwischentief, dann haben wir den Abwärtstrend. Und dann ist die Sache ganz klar. Dann sehen wir hier keinen aufwärtslaufenden Markt, sondern da müssen wir die Unterseite mit reingehen. Und dann wäre hier im Silber mal, das ist das, was wir aus dem Tageschart mit rausnehmen können, hier irgendwas um die 22,90 hier im Supportbereich mit drinnen. Hier auch der Blick mal noch in die kleinere Zeiteinheit, in den 4-Stunden-Chart. Da sehen wir es schon sehr, sehr schön auch eingeblendet. Wartet mal, jetzt kann ich mal meine Trenderkennung kurz rausmachen. Also, wir sehen es auch, die Trenderkennung hier zeigt uns an der markt ist nach unten gerichtet wir sehen hier klassisch die korrektur mit am laufen und das ganze hier wenn wir uns das mal so mit anschauen mal hier schaut das trendet schön nach unten das ist im untergeordneten zeitbereich und wenn wir hier tatsächlich den weg nach unten bekommen ich habe es gerade gezeigt auf tagesbasis hier unter dieser linie weiter setzt sich dieser trend fort im kurzfristbereich allerdings müssen wir schauen ist das deutlich früher der fall Fallen wir hier unter das Zwischentief um die Marke von, wo haben wir es low gehabt, bei 24,079, also 24,08 fallen wir hier drunter, haben wir hier den kleinen Trend auch schon wieder nach unten laufen und dann ja, haben wir die Orientierungspunkte auf der Unterseite liegen und wir sehen es hier in den kleineren Trendverlauf bzw. der kleineren Zeiteinheit sehen wir natürlich viel, viel mehr, die Feinjustierung, da wäre der erste Weg mal, wenn wir hier unter die 2408 fallen, rein unten auf die 2362 am Zwischentief. Das Ganze hier an dieser Stelle natürlich immer gut zu sehen. Und wer sich das Ganze im noch kleineren anschauen möchte, weil er einfach sagt, Moment mal, hier. Dieser Trendlinie ist doch gebrochen. Der Markt geht doch nach unten. Das ist genau richtig erkannt. Der Markt trendet hier unten dann sozusagen weiter, wenn wir unter die 24.08 fallen. Deswegen für die ganz kurzfristigen Trader hilft hier der Blick in die kleinere Zeiteinheit. Das heißt, wir nehmen hier mal die 15 Minuten rauf und da sehen wir es halt hier. Haben wir schon den kleinen Trend nach unten. Der setzt sich hier fort. Und an dieser Stelle hier, an der 24.08, sehen wir halt auch, dass dieser Aufwärtstrend hier dann entsprechend... Deutlich gebrochen wird. Ne? Wir haben schon die erste deutliche Bewegung nach unten gehabt, hat hier angehalten, also ist kurz drunter gelaufen. Und wenn wir, wie schon gesagt, hier den Gegentrend haben, dann ist der Weg nach unten hin frei und offen. Und da sehen wir auch sehr, sehr schöne Anlaufpunkte an den Zwischentiefs hier. Bitte auch hier nicht wieder auf die letzte Nachkommastelle festnageln. Das trifft hier nicht immer direkt mit drinnen. Aber die Zwischentiefs, die wir hier sehen, das sind schon sehr, sehr schöne Anlaufpunkte, Anlaufmarker hier in Zahlen genannt nach. Dem Bruch bei 24.08 steht die 24.02, die 23.90 und hier unten die 23.86, gefolgt von 23.73 und hier unten am Zwischentief hier dann grob der Bereich um die 23.63 auf der Agenda für die Planung nach unten. Also auch hier die Shortseite durchaus mit Chancen für die kurzfristigen Trader. Das der Blick in den Silberchart und dann gehen wir hier noch mit zum Dau. und der Dow. Ho, oh, das sieht echt klasse aus. Na, ne? das sind so, das sind wirklich so Dinge, die die, die liebe ich einfach im Trading. Wenn wir wenn wir sehen, was hier passiert. Ähm, wenn wir aus der Korrektur heraus so eine schöne Umkehr bekommen, sind das einfach echt geniale Chancen, die wir Trader hier zu nutzen haben und nutzen können. ja, Und das mit Zoom mal einfach nur mal auf die letzte, auf das letzte Stückchen, was wir hier drinnen haben. Ähm, auch hier, wartet mal, ich muss mal kurz, ich räume mal hier kurz ein bisschen auf. So, Pff, wer, wer aktiv mit den Charts arbeitet, ja, Mai, da gibt es halt manchmal ein paar Linien drinnen, ähm, wo es ein bisschen voller wird. Aber nichtsdestotrotz. <laughs> Hier ist wichtig. Ja. Hier die schöne Aufwärtsbewegung, kleine Gegenbewegung. Dann wieder hoch ja, ans, an die 30.000 Punkte-Marke äh, drüber. Jetzt wieder drunter. Und hier wird es echt jetzt interessant. Das, was mir hier besonders gut gefällt, ist das hier. Schaut mal, hier haben wir den korrektiven Abwärtstrend am Laufen. Hier gehen wir jetzt drüber. Ganz klar, die Korrektur kann sich nach unten ausweiten. Also, das heißt, wenn wir uns mal. Das Level hier unten anschauen, wenn wir hier unter diese Zwischentiefs und das Freitagstief fallen, na ganz klar, dann geht die Reise hier nach unten weiter und dann haben wir auch weiterhin den Abwärtstrend da. Und der kann sich dann deutlich nach unten hin ausdehnen. Ne? Also wenn wir unter das Freitagstief fallen sollten, ähm, dann wären mal die nächsten Anlaufmarker auf der Unterseite ganz flott aufgemacht oder ausgemacht. Das heißt, das wären dann hier äh, auf Tagesbasis natürlich hier mal dieses Ausbruchslevel. Also das, was wir hier drüben hatten, ne? hier oben hält ja momentan. Dieses Zwischenhoch hier um die 29.160 Punkte. Und hier haben wir den nächsten Schwungbereich. Das heißt, das ist mal so das nächste Support-Level, was wir drinnen liegen haben. Und das kommt halt hier nicht von ungefähr, sondern das ist halt genau, Moment, dieser Bereich hier oben. Und das ist die Marke bei knapp 28.950 Zählern zur Unterseite hin. Viel interessanter für mich ist jetzt allerdings zu beobachten, Gehen denn die Trader hier wirklich von einem positiven Weiterverlauf aus? Und das sehen wir relativ schnell. Da gehen wir mal eben in den Stundenchart rein, wenn wir tatsächlich den Abwärtstrend rausnehmen. Und das ist jetzt das Interessante. Ich lösche mal kurz diese Linie raus. Die brauchen wir hier nicht. Und das hier brauchen wir gerade auch nicht, den Indikator. Hier wird es nämlich hochinteressant. Nämlich, wir sehen ja hier, das ist die letzte Bewegung im Abwärtstrend. Und was wir auch sehen, ist, dass dieses Level hier oben, dieses hier, Moment. Hier, komm her, Zeichentool, jetzt. Hier. Dieser Bereich ist ein fetter Widerstand. Also ganz grob mal angefangen, hier die 29.500 Punkte-Marke. Das sehen wir. Hier drüben war es noch support und seit dem Durchrutsch nach unten ist es ein Widerstandslevel. Wir sehen hier auch ein tieferes Hoch. Das heißt, wir haben hier tatsächlich auch den Abwärtstrend nach unten am Laufen. Das heißt, nach oben hin, eine Sache ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen und sehr, sehr interessant. Und zwar, dass das, das Thema. Dass wir hier schön so eine relativ hohe Konsolidierung gehabt haben, die schon mal hier diesen kleinen, also wenn ich mal den kleineren Zeit-Trendlauf reinmache, schaut mal hier, das war der Abwärtstrend hier, der ist jetzt erstmal rausgenommen und wir, wir kriegen es auch angezeigt vom, äh, vom, vom Tool, von der Automatik hier, vom MTO in Live-Tool, äh, dass wir hier mit drauf haben können. Wer dazu übrigens Fragen hat, wie man das bekommen kann, gerne auf mich zukommen. Und hier nach oben laufen. Das wäre jetzt interessant, den Weiterlauf zu nehmen. Denn wenn wir es tatsächlich schaffen, hier über dieses Zwischenhoch rauszulaufen, dann hätten wir diesen Abwärtstrend rausgenommen. Und dann haben wir deutliche Potenziale zur Chart-Oberseite drauf. Das heißt, an dieser Stelle, wenn man das mal so sehen möchte, hier oben rein zu laufen, ja, da werden wir erstmal hier. Dieses Ausbruchslevel durchaus Relevanz haben. Wir haben hier oben diese kleinen Zwischenhochs. Also da spielt immer noch das Ganze hier in diesem äh, Widerstandsbereich um die äh, 29.500 Punkte Marke in Relevanz. Laufen wir hier oben drüber. Wie schon gesagt, ist sozusagen die nächste sage ich mal, Korrekturhochlinie rausgenommen und das ebnet dann erstmal den Weg hier in das Verkaufslevel um die 29.630 Punkte Market. Und dann, Leute, ist der Weg nach oben hin offen. Hier der nächste Schwungbereich, der Widerstandsbereich, den wir haben, haben wir um die Marke, um die Drehbereich 29.930 Zähler. Da ist viel, viel Luft nach oben. Jetzt kommt es aber darauf an, wie entscheidet sich der Markt und da ist das Wichtige erstmal hier. Die 29.500-Punkte-Marke, das dann auf der Uhr zu haben. Und wenn es hier doch deutlicher nach unten gehen sollte, sind wir halt weiterhin verortet in der Stunde im Abwärtstrend. Und das muss jeden einfach sagen: kurzfristig ist der Markt abwärts gerichtet. Und das Ganze müssen wir dann planen. Das heißt, wenn wir hier kurzfristig erstmal einen Abverkauf sehen, der unter dieses kleine Zwischentief läuft, wäre das mal ganz klassisch ein Abprall hier von oben. Ja, wichtigerweise hier, dass dann unter diese, unter diese Kerze hier, unter dieses Kauflevel fallen bei 29.000. 365, das wäre fürs kurzfristige erstmal da. Ne? Das muss man auf der Uhr haben. Aber solange wir hier kein tieferes Tief machen, ist das alles normaler Schwungbereich und da hält die Chance weiterhin auch offen, hier in die oberen Bereiche reinzulaufen. Also das wirklich sehr, sehr interessant an dieser Stelle mitzusehen. Das ist der Blick in den Dow, So, jetzt haben wir es 9.14 Uhr. Ich sage danke fürs Zuschauen, hat mich wieder gefreut, auch hier die Community wächst weiterhin, empfehlen Sie uns weiter, ähm, auch die Zoom-Zuschauer hier, danke für unsere Beibleiber, ähm, auch die neuen äh, Traderinnen und Trader, die hier zuschauen, auch diejenigen, die die Videos im Nachgang schauen, geben Sie dem Tickmill YouTube-Kanal einfach ein Like, die dies live sehen wollen. Kommen zu Zoom oder auch entsprechend auf die Facebook-Seite von Tickmüll Deutsch und sind dann morgens live dabei. Ich freue mich drauf, beantworte gerne auch die Fragen zum einen oder anderen Wunschmarkt. Bis morgen dann allen gute Trades. Danke fürs Zuschauen und Tschüss.